Hallo Paco. Folgendes. Natürlich kann man das, wie du gefragt hast, gibt es glaube ich sogar eine offizielle Erklärung davon, von Pushkraft Essentials, das Ding so reinmachen. Das ist so für Tangia gedacht und natürlich kann man so auch ein S-Bit da drauf machen. Und ich persönlich stehe da ja nicht so drauf. Mir ist das ja, hier ist einfach zu windig, weißt du? Wenn die Flamme so weit oben ist, wird die Wärme vorher weggedrückt. Ich mache es ja lieber so rum. Hier habe ich auch ein Feuerzeug und ich habe hier auch so ein S-Bit-Würfeldings. Die bleibt schön da. Ja, also ich benutze wieder für die große Pfanne den, weil der ist eigentlich toll hier. Ne? Der ist, da liegt die Pfanne drauf, wie super, aber irgendwie will er heute nicht, ich weiß auch nicht. Also ich habe da mit meinem Kocher im Moment, ich mache bald alles neu, das hat ja gar keinen Sinn. Ja, das ist das Ding, also Campinggas, da kann man sich 40 Jahre drauf verlassen. Der Rest, der geht nach dem dritten Mal nicht mehr oder was. So, auf jeden Fall habe ich hier auch frische S-Bit-Würfel, wie man sehen kann. Ne? Die kokeln richtig da, die, was weiß ich, hatte Wasser gezogen, keine Ahnung, so. Ne? So kann man natürlich wunderbar jetzt hier wieder Slow-Motion-Jetboil machen und funktioniert natürlich auch gut. Ne? So. Aber du hattest ja da dir Sorge gemacht wegen dem kleinen Becher. Ne? Das war dir ja irgendwie zu dicht, wenn man den so da drauf packt. Ne? So irgendwie, ne? War dir ja irgendwie zu dicht. Ja, ich nehme das mal lieber so. So runter hier. Na, lieber von der Seite so runter. So. Du kannst natürlich auch die Dinger nehmen und hier drauf packen. So. Ne? Und dann das Gitter da drauf packen. Und dann kannst du es natürlich auch, hast du auch einen schönen Abstand. Ne? Falls hier irgendwie das andere da dann doch etwas zu weit ist. Ne? So lassen wir aber jetzt. Ich will mir jetzt hier einen Tee kochen. Ne? Geht schnell, so eine große Kiste soll ja auch, hier ist ein halber Liter drin, für einen halben Liter gut sein. Das wird noch einen Moment dauern. Ne? Aber das hier, das ist bald fertig, das dampft schon. Aber das Ding, ne, irgendwie die frische Kartusche da drin, die gluckert auch richtig und so, ging eine Weile und dann hat das Ding wieder abgekackt. Ich konnte sogar die Kartusche rausnehmen, hat sich irgendwie zugesetzt. Also habe ich, also es gibt Sachen, ne? So auf jeden Fall hast du gesehen, wie das da geht, ne? Und dann habe ich auch noch einen neuen Rucksack, ne? Der ist also absolut super, ne? Das ist ein 90 cm hoher Rucksack und der ist schön schmal, das ist dieser, kennt man ja, 65 Liter Rucksack von Mardingtop, aber der ist mit riesigen abnehmbaren Taschen, ne? Die sind wirklich, wirklich riesig. So, ich mache hier mal kurz ein bisschen auf, ne, da kann man richtig weit aufmachen und dann kann man, wo ist das Ding, kann man auch sogar dieses Monster hier, krieg mal locker mit noch, was weiß ich, ein, zwei Ersatzkartuschen da rein, wenn man will, also, ne, wenn das denn gehen würde und sich dafür lohnen würde. Ja, ich nehme es eh nicht gerne mit in den Wald, weil das ist mir irgendwie zu viel Bling Bling. Ne? Aber diese Auflage ist eigentlich super geil. Ich werde irgendwie vielleicht die abschrauben und an dem mal dran machen oder so. Weiß ich noch nicht. Ne? Für meine große Pfanne. Aber ich habe auch noch ein paar andere neue Pfannen, die ich mal ausprobieren will. Ich muss ja nicht ewig dieses jahrhundertealte Ding nehmen. Ne? Und ja. Und hast du gesehen, ich glaube... Oha, das geht ja schnell heute. Ja, also funktioniert gut. Ja, und man kann hier natürlich auch noch wieder schön, wenn man will, da den Windschutz hier ranhängen. Ja, sollte eigentlich gehen. So, diesmal hat es auch gleich geklappt. Ja, der Windschutz ist dran. Ja. So, ich glaube, ich drehe es einfach mal um. Man kann das anfassen hier. Du siehst ja, das kokelt. Aber bei Titan hast du eben diesen Stress nicht wie bei Nirossa. Da hätte ich mir jetzt voll die Flossen verbrannt. Aber so hier hält super da. Ne? Also geht alles. Ich weiß nicht, was das da letztes Mal war, aber es war eben nur letztes Mal. Ne? Dafür spinnt das Ding jetzt irgendwas, ist halt immer. Ne? So, das ist es auf jeden Fall. Ne? Weißt jetzt Bescheid, ja, hier gleich hänge ich die Beute rein. Ne? Ich gehe noch mal ein bisschen dichter damit ran, damit man auch das geile Rückenteil sieht, das Trageteil. Ne, also ist wirklich vom Feinsten hier. Guckt euch das an. Ne? Aber ne, er ist 90 cm hoch, da ist egal. Der ist hier, wird von der Seite geöffnet mit
Reißverschluss nach beiden Seiten, also kann man auch locker irgendwie so und was rausziehen oder so. Ne? Und hier kannst du auch noch was draufschnallen als Entschädigung dafür, dass eben das hier hinten wieder festgenäht ist. Ich weiß nicht warum, wahrscheinlich werde ich es ändern. Ne? Weil hier ist ja alles gleiche Farbe und so, da kann man das ja ruhig mal riskieren. Ne? Und für eben, was weiß ich, Fluchtgepäckmäßig, wenn man irgendwie ganz schnell wieder aus dem Wald raus will, ne, dann kann man ja nur reinstopfen und nicht irgendwie noch das sauber zusammenrollen, das Tab und so. Zeige ich euch aber nachher auch noch mal ein bisschen was. So, das ist es. Ne? Ich mache jetzt mal wieder aus. Ne? Viel Spaß mit deiner Rutschbox.